Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sani, ich bin dein Lieblingsroaster mit Herz und heiße dich willkommen zur Folge 8 von Couple Challenge. Leute, ich habe mitbekommen, dass die Quali, die Stream-Quali auf TV Now bzw. RTL Plus, wie das Ganze seit heute heißt, nicht die geilste ist. Also habe ich völlig schockiert erstmal meinen Internetanbieter angerufen und gefragt, ob meine Internetleitung in Ordnung ist. Und sie ist in Ordnung. Dann habe ich TV Now bzw. RTL Plus angerufen und dort erfahren, dass der Fehler wohl bekannt ist und dass die daran arbeiten. Das bedeutet, die Sequenzen sind nicht ganz scharf, also nicht so scharf wie ich. Aber es liegt nicht daran, dass ich zu dumm bin zum Aufnehmen, sondern es liegt an RTL Plus und es wird hoffentlich bald behoben. Und jetzt würde ich sagen, falls du neu bist auf meinem Kanal, dann lass doch gerne ein Abo da. Und falls du noch keine RTL Plus Mitgliedschaft hast, dann kannst du diese auch vergünstigt über mich abschließen und zwar über den Link in meiner Infobox und den dort stehenden Rabattcode. And now let's go. Das große Taktieren hat angefangen. Jetzt geht es nämlich echt um die Wurst. Wer zieht ins Finale ein und ins Halbfinale? Nein, heute ist das Halbfinale. Dann, da entscheidet sich, wer ins Finale einzieht. Echt? Ja, ist auch egal, Christine. Also du bist da, um Selbstgespräche zu führen und du bist da, um Streit zu machen. Du musst dir nicht merken, wann das Halbfinale ist und was zuerst kommt. Die sind auf jeden Fall am Taktieren, wie sie schon gesagt haben, und versuchen, irgendwelche Absprachen mit den Leuten zu treffen. Ich würde gar nicht mal sagen, also, dass Christine und Valentina hier nur belabern, das stimmt ja nicht. Das macht ja irgendwie jeder. Sie ist jetzt auf einmal doch nicht mehr so schlecht, auf die zu sprechen. Ihr Macker bekommt einen halben Herzinfarkt, weil er nicht versteht, warum sie sich auf Absprachen mit den beiden Furien einlässt. Ich habe halt einfach, wir haben gar nichts. Ja, du hast gesagt, ja, wir. Ich hätte, also von vornherein war klar, dass wir die eh nicht nominieren. Das Schatz, haben wir ja beide abgesprochen. Ja, aber Schatz, du musst den Feinden nicht das sagen, was das sind. Du weißt immer noch nicht, ob die 2000 Euro unterschlagen haben. Ich bin damit nicht fein. Ist ja auch in Ordnung, tut mir leid, mache ich nie wieder. Ja, danke fürs Vorführen und Nein, nicht vorführen, Schatz. Ja, halt einfach dein Maul. Ich habe mir heute richtig schöne Korkenzieherlocken gemacht und da habe ich keine Zeit mehr und Kapazität, um nachzudenken ordentlich. Fühl mich nicht vor, ich bin nämlich ganz normal. Sieht tasty aus. Meins ist auch richtig lecker geworden mit so einer kostenlos. Ich habe das noch gestern gemacht. Auch mit Curry? Ja klar, alles habe ich da reingemacht. Ich habe Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch, Curry, Paprika, genau das. Ich habe alles mit Curry. Ich würze das immer richtig krass, dass das Öl und all sowas. Also brauchst mir nicht immer die Sachen sagen, die ich mache. Du dumme Kuh, du brauchst mir nicht zu sagen, wie Sachen schmecken, die ich selber gekocht habe, die du mir nachgekocht hast. Also ich kann nur sagen, meine Laune ist heute wirklich nicht so geil. Ich habe heute Nacht richtig, richtig schlecht geschlafen und draußen ist es regnerisch, dunkel und irgendwie passt diese Stimmung zu der im Camp. Sorry, wenn ich das gleiche Essen koche, wenn man hier nichts anderes hat. Ich finde es einfach mega schade, weil ich genau vor so einer Situation einfach Angst hatte und auch gewarnt wurde von draußen von meinen Freunden. Weil ich selbst nicht so ein Mensch bin, der Freunden in den Rücken fällt. Leute, ich will nicht wissen, wie oft sie zu Hause geübt hat, um so hässlich heulen zu können auf Knopfdruck. Weil ihr ist es doch bitte schietegal, ob ihre Freundin sie da blöd anmacht. Die haben sich am Ende sogar noch dazu abgesprochen, jetzt zu streiten. Und vor allem, wenn sie das gleiche Essen wirklich haben zur Verfügung, Curry und Gemüse, dann muss sie dir ja quasi nachkochen. Geht mir auch langsam auf den Sack, das hättest du auch schon die Tage merken müssen, warum ich da manchmal ein bisschen zu dir auch abweisend bin. Nicht wegen Kochen, allgemein einfach, dass ich immer so das Gefühl habe, dass du so werden willst wie ich. Naja, ihr habt beide schon ziemlich scheiß Klamottengeschmack, muss man sagen. Also da finde ich jetzt auf jeden Fall eine Parallele. Das ist überhaupt nicht wahr, wir haben doch voll einen anderen Style. Geht so. Also ich würde beide Styles in eine Schublade stecken und zwar in keine wirklich geschmackvolle. Dann sage ich was in einem Interview und das nächste Mal sagst du das und also jetzt mal alles ein bisschen suspekt. Du bist du, ich bin ich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die zu ihr hinaufschaut. Ihr seid aber auch einfach so vom ähnlichen Schlag. So ein bisschen irritiert, ein bisschen auf Krawall, zu Hause nie geliebt worden und einfach nur am Streiten und Attention bekommen. Also, ihr seid einfach ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, warum man so sein muss. Vor allen Dingen auch hier, wo man eigentlich als Team stark sein sollte. Es ist halt schon von Vorteil, wenn man hier mit einem Partner hingeht, den man wirklich kennt. Also entweder es ist ein Liebespartner oder es ist eine Freundin. Bei euch ist ja beides nicht der Fall. Deswegen wundere ich mich, dass es erst jetzt zu dieser Situation gekommen ist, von der ich immer noch nicht weiß, ob sie echt ist. Verstehe nicht, warum man sich jetzt so aufspielen muss deswegen.
Das ist Aufspielen für mich, definitiv. Nee, da gehe ich jetzt. Also bevor ich dir die Fresse poliere, weil das kann ich wirklich sehr, sehr gut als Sozialarbeiterin, genau, gehe ich jetzt erstmal in meinem billigen Kleid. Marco, als neutraler Beobachter, ne? Bitte? Findest du, Christine und ich sind vom Wesen gleich? Keine Ahnung, was bei euch abgeht. Ist mir kackegal, ob ihr beide vom LKW überfahren werdet oder ein Flugzeug auf euch abstürzt. Macht euren Scheiß. Ihr seid als Couple hier, aber ihr seid ja nicht die gleichen Menschen. Genau. Seid ihr unterschiedlich. Ja. Ich bin ja auch mit Christina. Wir sind ein Paar, aber wir sind jeder ja eigenständige Person, weißt du? Ach so. Ich dachte, du und Christina seid eine Person. Irgendwie ist das jetzt eine neue Erkenntnis. Dann sollen die halt sich weiter streiten und als Couple versorgen. Ich bin so ein richtig kleiner Teufel hier geworden. Merkst du es nicht? Ich glaube ja nicht, dass 5 Tage Couple Challenge dich zu etwas machen können, was du nicht vorher schon warst. Ich kenne dich nicht. Du bist ja eine Bloggerin. Aber ich weiß nicht, wie du vorher warst. Ich glaube aber, dass das einfach dein tiefes Inneres ist. Sie haben heute eine Challenge, in der die Frauen, wenn es denn Mann- und Frau-Teams sind, die Frauen in einen Käfig klettern. Und da sind Geldsäcke drin. Und dieser Käfig wird immer weiter und weiter runtergelassen mit dem Wasser. Und es ist so ein bisschen wie bei Titanic, wo, ich glaube, Jack fast ertrunken ist, weil er an diesem Gitter, an diesem Rohr hing. Und Jane ihn dann, nein, sie heißt nicht Jane, Rose ihn quasi retten musste. Und in letzter Sekunde ist es ihr gelungen. Und da kann ich halt viel von nicht zeigen, weil die ja alle im Bikini sind. Aber ich kann euch einmal zeigen, welche Herausforderungen Malisa hatte. Malisa, die sportliche Maus, musste etwas richtig, richtig Krasses bewältigen. Nein, sie hat gerade keinen Höhepunkt. Sie musste 20 Meter schwimmen, Leute. Wie kann man das erwarten von einer 30-jährigen Frau, dass sie schwimmt? Oh, Scheiße, ich habe keine Kraft mehr. Sie ist immer noch nicht gekommen, aber sie schafft es einfach nicht, weil Schwimmen ist einfach schwer für Malisa. Ah! Ah! Die haben ja auch als Intro quasi im Vorspieler diese Aussagen eingeblendet. Da dachte man wirklich, Malisa sei vom Hochhaus gefallen oder irgendwie sowas. Und Fabio soll sie jetzt aufkratzen. Aber nein, es ging ja wirklich nur darum, dass sie dann jetzt auf dieses Floß irgendwie kommen muss. Hätte Fabio mich nicht wie so ein Stück Schinken da oben aufs Podest gezogen? Das ist lustig, dass sie das sagt, weil diese Bilder, wie er sie da hochzieht, sehen sehr, sehr interessant aus. Ich kann sie nicht einblenden, weil Bikini, ne? Aber guckt sie euch auf jeden Fall an auf RTL Plus. Fahr sie hoch! Fahr sie hoch! Okay, ich verstehe es halt wirklich nicht, ne? Wieso sie so agiert. Ich check's halt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen auf einmal ganz anders sind in so einem Fernsehformat. Also ich war auch in Fernsehformaten und ich war halt immer ich. So, ne? Außer die haben halt wirklich einen Schlag oder einen Schatten oder wie sich das auch nennt. Ja, Waldet hatte auch Probleme, der konnte auf einmal seine Beine nicht mehr bewegen und seine Freundin ist fast gestorben, hätten sie sie nicht rechtzeitig da rausgeholt. Also RTL hätte die wahrscheinlich auch sterben lassen, wenn Waldet nicht um Hilfe gerufen hätte. Ich dachte mir, er kann nur nicht mehr von der Kraft, vom ganzen Schwimmen her, aber es war zu viel für ihn. Ich glaube, das war alles in einem einfach zu viel für ihn. Jetzt mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Also er kann seine Beine nicht bewegen und ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ein klitzekleines bisschen mache ich mir jetzt schon Sorgen, dass er nicht mehr gehen kann. Also wir haben auf jeden Fall 3000 verspielt. Ja, wir auch. Ja, Waldet hat einen Krampfanfall bekommen, der konnte nicht mehr. Der ist jetzt im Krankenhaus, der ist umgekippt. Ja, während des Spiels hat er seine Beine nicht mehr gespürt. Ja, wirklich, der ist umgekippt, der hat seine Beine nicht mehr gespürt. Sie scheint mal so ein bisschen sensationsgeil zu sein. Kann das sein? Also ich meine, dein Freund kann nicht mehr gehen irgendwie. Der ist ein junger Kerl und das ist ja jetzt auch nicht einfach mal üblich. So. Und du bist halt erstmal so, ja, also wirklich, der ist halt umgekippt. Dann kam ein Krankenwagen, tüdü, tata und so. Da hat so richtige Zuckungen gehabt, ne? Das hat zu heftig aus. Also es sah wirklich zu heftig aus. Ich wollte einen Boomerang machen, aber ich hatte mein Handy nicht dabei. Gesundheit geht immer vor, aber dass sie selbst da, wo die nicht mehr können, wo Walli nicht mehr kann, noch diesen Kampfgeist haben, also mein
meinen größten Respekt an die beiden. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, nur dass Waldet gar nicht weitermachen wollte, weil er die ganze Zeit zu ihr meinte, Schatz, scheiß auf das Geld, ich kann nicht mehr gehen. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Und sie immer so, nein, Schatz, wir können nicht 3000 Euro verspielen. Das wird uns das Team übel nehmen. So schade. Was jetzt, dass ihr das Geld verspielt habt oder dass er dann Freund die Beine nicht mehr bewegen kann? Es hat mir so leid getan, es hat mir im Herzen weh getan. Weil es auch so ein süßes Paar ist und auch dass ich hoffe einfach, dass es ihm gesundheitlich super schnell wieder gut geht, dass Valterina jetzt für ihn da sein kann, weil die Gesundheit ist einfach das Allerwichtigste. Sie wird richtig doll für ihn da sein. Na, also sie wird bestimmt dann, weil sie ja heute das Haus verlassen, dann auf jeden Fall bloggen darüber. Der Valder, der ist echt ein richtig korrekter Junge, ne? Ah ja, ist halt irgendwie ein bisschen doof, ne? Ist halt echt ein bisschen doof, dass er jetzt also seine Beine nicht bewegen kann. Weil er ist halt echt ein guter Junge. So ein bisschen doof ist das jetzt wirklich. Es ist unfair. Es ist unfair. Und das werde ich tausendmal, aber bei dieser Meinung bleibe ich. Natürlich ist das unfair. Nee, sie redet mit keiner Freundin. Also da steht auf jeden Fall keine. Sie führt halt wirklich jetzt gerade Selbstgespräche. Weil sie fand diese Challenge so einfach, weil sie ja einfach nur schwimmen musste. Aber jetzt findet sie das wirklich alles unfair, weil bei den Mann-Frau-Paaren ist der Mann geschwommen. Und bei ihrem Frauen... Kappe musste sie halt schwimmen und sie ist halt eine Frau. Ich meine, wir haben es gerockt, aber natürlich ist das unfair. Und natürlich wollen die sich da rausreden. Ein Grund mehr, um euch alle fertig zu machen. Ich glaube ja, dass eine imaginäre Freundin da irgendwo nebendran steht. Das ist, mit wem soll sie sonst reden? Mit dem Teller oder was? Alles gut? Ja. Lügst du? Ja. Was ist mit dir? Kaputt. Kaputt? Er ist bestimmt auch so einer, wenn er eine Erkältung hat, ist das immer so richtig, richtig tragisch für die ganze Nachbarschaft. Aber ich will dir sagen, dass wir zwei definitiv alles richtig gemacht haben. Die zwei Tage machen wir jetzt noch fertig und dann geht's raus. Sandwich, du hast den Knoten nicht abbekommen. Weil während das Mädel in diesem Käfig war, musste er zu so einem Ding schwimmen und da war halt ein Schlüssel dran. Und das haben eigentlich alle hinbekommen, außer Sandwich nicht, weil er hat den Knoten nicht abbekommen. So, und jetzt behauptet er, der hat alles richtig gemacht. Die haben es halt nicht geschafft. Der Freund von dieser Christina ist zwar todeskaputt, ne, weil er musste schwimmen, aber er schafft es noch, sich über Christine aufzuregen. Also so schlimm kann das jetzt nicht sein. Ja, die sonst halt an den Bauern im Maul halten. So. Ich kann es auch nicht mehr. Ich find's auch grausam. Okay, ich check gar nichts. Also Christine ist halt echt ein bisschen loco, ne? Weil sie schminkt sich und redet dabei mit sich selber. Aber diese Christina, es gibt ja Christine und Christina, fand Christine jetzt gar nicht so schlimm und hat mit ihr Absprachen getroffen und jetzt auf einmal findet sie auch wieder derbe Scheiße. Die sind halt so ein bisschen durcheinander, ne? Kann das sein? Da spiele ich ganz anders. Ich schwimme immer dann gegen den Strom. Solche falschen Spielchen werden nicht gemacht. Das ist krank, was jetzt passiert. Hey Leute, was haben wir euch versucht zu erklären? Ja, ich sehe es jetzt erst. Das ist krank, also tu mir leid, aber das ist krank. Ich finde ja auch ein bisschen krank, wie Malisa reagiert hat, als diese Challenge zu Ende war. Nachdem sie 20 Meter geschwommen ist und du sie auf dieses Podest da hochgezogen hast. Das war jetzt auch ein bisschen krank. Da so zu schreien, als würde man seine ganzen Gedärme auskacken. Oh, ist irgendwie ein bisschen Schadensfreude. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber warte mal, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Valterina, die Frau davon, musste jetzt auf jeden Fall auch das Camp verlassen, weil ihr Typ kann ja nicht mehr gehen. Und Christine möchte jetzt sagen, dass sie Schadenfreude empfindet, aber sie sagt Schadensfreude. Und dafür stünde sie mit ihrem Namen. Also ja, dass sie selber einen Schaden hat, ne? Das meint sie wahrscheinlich. Und dass sie sich darüber freut. Dafür stehst du wirklich mit deinem Namen. Wer will mir was hier erzählen? Und dann wir als Frauenkappel. Also wirklich, jetzt kommt langsam echt die Freude. Weil wenn ich jetzt rausgehe, ich habe für mich gewonnen hier. Ich habe für mich hier gewonnen. Also es ist auf Durchzug halt einfach, ne? Weil, wie gesagt, das Schwimmen war super einfach, das war eine super easy Challenge, aber weil sie das gemeistert hat und weil sie kein Mann ist, hat sie jetzt schon eigentlich Kappe Challenge gewonnen. Also ich hätte gerne so eine Denkweise, dann würde ich mich wahrscheinlich immer wie so ein Winner fühlen und nicht mal wie so ein Loser. Tschüss.